Moin Leute, heute mal das erste Video zu unserer Mini-Sniper-Reihe und zwar habe ich mir den Bernie eingeladen, aber scheinbar ist er noch nie angekommen. Naja, ich mache mal hier noch ein bisschen das Intro fertig, vielleicht kommt er dann noch an, ja, auf dem Spielfeld. Ach du Scheiße! Ey Bernie, komm her, ey, wenn du da bist, dann lass gleich an den Tisch gehen und let's go! Halt, stopp! Alles, was ihr jetzt hier von mir zu sehen kriegt, jetzt hier an mir und hier gleich auch auf dem Tisch, das sind Sachen, die fertige ich an, auf Bestellung, auf Wunsch und passe die je nach euren Bedürfnissen auch an. Die gibt es einerseits bei mir auf Instagram, per Nachricht einfach, könnt ihr mich kontaktieren und dann machen wir uns was aus, bestellen. Und andererseits bin ich jetzt mit dem Shop Airsoft Drop, nennt er sich. Könnt ihr hier irgendwo dann den Link sehen. Oder hier unten. Zum Shop oder unten, genau. Da wird es dann das, was auf dem Tisch liegt, zum Beispiel als erstes zu kaufen geben. Also, wie gesagt, guckt unten in die Videobeschreibung rein. Da sind die ganzen Links alle verlinkt. Die Links sind verlinkt. Wir machen jetzt weiter mit dem Video. Ich muss mal kurz das Video reingrätschen, Leute. Also, ich habe gerade die Analytics durchgeguckt und ich muss sagen, 15% haben nur abonniert. Kriegen wir die Zahl vielleicht hoch auf 20 oder 30 sogar, und das wird auch nie besser, wenn ich jetzt hier 365 Tage mache, dann sind es immer noch nur 14% Abonnenten. Lasst mal gerne ein kostenloses Abo da. Weiter geht's. Jo, Priegel, Bernie, wie bist du denn überhaupt dazugekommen? Du spielst ja offensichtlich Sniper. Hast du damit angefangen, Wie viele Anfänger, oder bist du danach erst dazugekommen? Ich habe mit dem Gilly tatsächlich erst viel, viel später angefangen. Ich spiele jetzt schon seit ca. 14 Jahren Airsoft. Und habe da damals auch ganz klassisch mit so einem schönen MB01 96 halt angefangen. Und das hat mir aber irgendwann nicht mehr gereicht. Ja, ich habe generell auch immer versucht, so ein bisschen abgetarnt und schleichend irgendwie übers Spielfeld zu dingeln. Und das war mir aber irgendwie zu wenig vom Tarneffekt. Und da habe ich dann irgendwann angefangen, erst mit Winterschutzvlies das mit Lack einzufärben und da eben so auf ganz billige Low-Budget-Variante eben Gillies zu bauen. Aber jetzt selber gekauft, also diese, die man so zu kaufen kriegt in den Shops, das hattest du nie, oder was? Nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Also alles, was irgendwie mit Hype verbunden war, bis auf hier das Material, das habe ich gemieden. Ne, nice. weil die Basis dann doch irgendwie zu wünschen übrig gelassen hat. Und bin dann dahin gegangen, am Anfang eben eine Uniform zu bebasteln. Damals war das noch eine Woodland-Uniform, ja, wie Kameramann. Ja, das an. Sieht sehr gut aus. Und habe dort eben das Material drauf geknüpft und mit Kabelbindern festgemacht. Und dann später ging es eben dahin eben auch, dass ich mir meinen Netzstoff selber bestellt habe und dann mir angefangen habe, Sachen selber zu nähen, Viperhoods und Pullover, Hoodies könnte man sagen, ne, und Hosen eben auch. Genau, und das dann eben mit Kabelbindern, wie es jetzt heutzutage gängig ist, befestigt. So, da kommen wir ein bisschen näher ran, um uns die Gear mal richtig anzugucken. Für den Kopf hat er ja sonst auch noch was, das habt ihr vielleicht im Intro erkannt oder eben näher erkannt, im besten Falle. Genau, na, dann erzähl mal los. Genau, fange ich mal mit dem an, was wir jetzt gerade nicht sehen, und zwar der Balaclava. Der ist auch selbst genäht, eben aus einem Netzstoff, damit es eben schön luftig ist, weil im Sommer mit Gilly ist es durchaus trotzdem warm, auch wenn es selber genäht ist und da atmungsaktiv. Und eben eine Gitterschutzbrille, damit eben die Hitze nichts zu schaffen macht und die Brille nicht beschlagen kann. Die Gitterschutzbrille selber habe ich aber mit einem Kumpel modifiziert und dort ein Edelstahlmesh reingeklebt, dass da wirklich nichts kaputt gehen kann und das Augenlicht nie Schaden nehmen kann beim Spielen. Das war sehr wichtig. Genau, also ich habe hier einen Chestrig, ganz einfach gehalten mit drei M4 Magazintaschen von der Größe her, oder G36 war es sogar, glaube ich. Und an der Seite eben zwei Pistolenmagazintaschen oder eben für Speedloader, was ich da meistens dabei habe. Und hier packe ich halt für meine SAS die Magazine rein, oder wenn ich mit der M4 spiele, die abgetarnt ist, auch voll mit Gilly. Ja, da braucht es an sich nicht viel. Hier maximal noch ein Imbusschlüssel für die Kartentasche oder sowas. Gehen wir weiter zur Basis hier für meinen Gilly. Das ist eine Multicam Tropic Uniform von Leo Köhler, die es, glaube ich, mittlerweile sogar gar nicht mehr gibt. Da musste ich mir aufgrund meiner Armlänge hier die Ärmel noch ein bisschen verlängern, auch dass der Handrücken noch ein bisschen besser getarnt ist, mit besagtem Netzstoff eben und noch Gummilaschen, die jetzt mittlerweile nicht mehr so lästig sind nach den Jahren des Tragens, damit es auch alles an Ort und Stelle bleibt.
Genau, da habe ich halt Löcher reingemacht mit einem kleinen Messer. Ich habe dafür Schnitzwerkzeug einfach genommen und da Löcher reingestochen, um dort die Kabelbinder eben durchzufädeln und dann dort eben das Halo Screen zu befestigen. Ja, oder eben unter anderem auch Kokosseil oder Baumwolle, jetzt mittlerweile Nanoscreen, damals noch eben Baumwolle. Ja, mehr ist es an sich. Das sieht doch irgendwie halt signifikant luftiger und beweglicher aus. Also wenn man sich zum Beispiel, also es gibt ja diese Ghillie-Suits, die man sich verkaufen kann mit diesen langen Seilen, was man sich dann so überwirft. Ja. Also ich, wisst ihr, die Leute, wenn man die so sieht, denkt man immer, ey, wenn ihr bei 30 Grad spielt, ihr schwitzt ja, da habt ihr das Ding noch gar nicht richtig angelegt. Aber das sieht sehr, 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 sehr viel beweglicher und sehr, sehr viel luftiger aus. Ja, dadurch, dass die ganzen Ghillies auch meistens so ein bisschen oversized und baggy vom Stil sind, da bist du mit dem schon wirklich wesentlich beweglicher, weil es halt einfach nur eine ganz normale Uniform ist, die du an dir trägst und dann eben mit dem Bonus, dass du da Tarnmaterial dran haben kannst. Ja. Was ich noch fragen würde, würdest du wieder die Leo Köhler Uniform nehmen oder würdest du was auf anderes gehen, auf UF Pro oder? Jetzt mittlerweile würde ich mir meine Klamotten tatsächlich nur noch selber nehmen, aufgrund der Atmungsaktivität. Ja, Leo Köhler, das ist ja so ein Baumwoll-Polyester-Gemisch, glaube ich. Ja. Und Ripstop, und das ist schon ziemlich schwer. Und wenn du schwitzt, da bleibst du halt, musst du immer ein bisschen mit zuppeln und dass du dich hinknien kannst und die Hose nicht an dem Bein kleben bleibt. Genau. Vom Tarn her immer noch Multicam Tropic, oder? Die Basis an sich von der Farbe finde ich super. Ansonsten, was mir jetzt auch gefallen würde, ja, jetzt könnte man wieder Influencertum unterstellen, die neue Farbe von Kicking Mustang halt dort. Von dem grünen Netzstoff, den der jetzt dort rausbringt, der jetzt noch auf den Markt kommen wird. Das finde ich vom Grundtarn auch sehr gut. Allerdings würde ich mir daraus auch selber was nähen und nicht das fertige kaufen. Auch weil es für mich persönlich halt günstiger wäre. Ansonsten finde ich Pencott Wildwood auch sehr gut als Basisuniform. Das wär's. Als Basistarn. Genau. Das ist wirklich auch spitzenmäßig, um da mit Halo Screen auch dran zu arbeiten. Hat man auch bei diversen YouTubern auch schon gesehen, dass die sich daraus irgendwelche Tarnanzüge geschnitzt haben. Das für die grüne Variante wären das so meine Favoriten. So, gehen wir mal ganz, ganz schnell zum Rücken hier. Genau, da habe ich mir letzten Endes bloß ein großes Rechteck ausgeschnitten vom Stoff und dort Netzstoff eingefügt, damit es einfach luftiger ist, weil unter dem Baumwollstoff, wie schon gesagt, ist es halt trotzdem, dass es halt einfach nur eine Uniform ist, im Sommer durchaus sehr schweißtreibend. Und um da einfach ein bisschen besser den Tag zu überstehen, habe ich dort noch eben eine Lüftungsöffnung mit reingebaut. So, kommen wir mal zur Hose. Genau, das ist letzten Endes auch passend zum Oberteil, auch Multicam Tropic als Basis. Da selbes Prinzip, Löcher reingemacht und mit Kabelbindern Halo Screen und in dem Fall noch Baumwolle, wo ich jetzt Nano Screen eben verwenden würde. Aufgrund dessen, dass das nicht ganz so hängt, sondern das bleibt formstabiler in der Struktur dran gemacht habe. Und dann ist der Anzug auch schon fertig. Und für die Schuhe habe ich auch noch was, das habe ich jetzt nicht mitgebracht. Da habe ich noch Überzieher, die ich mir da drüber ziehen kann, wenn ich es jetzt mal wirklich auf die Spitze treiben will und komplett bis aufs Letzte getan sein will. Aber gerade wenn du irgendwo im Gelände unterwegs bist und mit dem Anzug lege ich mich seltenst hin, sondern kann mich irgendwo hinknien oder hinstellen ins Gebüsch und verschwinde da. Da ist die Tarnung für die Füße, die meistens eh im Gras verschwinden oder im Laub irgendwo, jetzt nie unbedingt Priorität. So, du hast uns ja nicht bloß dich mitgebracht mit deiner Klamotte, sondern natürlich auch noch deine Waffen und ja noch ein bisschen anderes Zeug. Erklär mal dazu was. Also das, was hier auf dem Tisch liegt, das sind, ich schimpf's auf Instagram auf Englisch für die Reichweite, Elastic Camo Cords, die ich unter anderem in dem Shop Airsoft Drop halt anbieten werde, ja, der in Dresden seinen Sitz hat. Und damit kannst du letzten Endes ganz schnell einfach deine Knifte oder deine Ausrüstung abtarnen. Das geht super einfach und ist dementsprechend auch leicht wieder abzunehmen vom Tempo her und kann natürlich auch individuell gestaltet werden. Na, dann zeig gleich mal her. Also so zum Beispiel könnte es am Ende aussehen. Jetzt nur mal als Beispiel. Das ist meine SAS, die ich ja eben mit solchen Gummibändern abgetarnt habe. Da ist natürlich jetzt auch ein bisschen Klebeband drunter und andere Sachen, die ich da noch mit verwendet habe, um da mehr Tarneffekt zu generieren. Ansonsten können wir das auch gerne mal durchexerzieren hier an meiner M4, die ich mitgebracht habe.
Da ist auch schon ein bisschen Nanoscreen draufgeklebt, weil das einfach universell für die nicht grünen Jahreszeiten und für den Waldboden ganz gut funktioniert. Und da kann ich mir jetzt einfach, wenn ich so will, hier einfach die Gummibänder nehmen und dann kommt das hier vorne über den Schalldämpfer drüber. Und dann kannst du, genau, ganz einfach, wie der Funkeffekt immer zeigt, deine Waffe kaputt machen und wickelst dir das halt einfach drum, dort wo du willst, und so, dass es deine Funktion auch nicht beeinträchtigt. Das ist halt auch noch ein großer Bonus davon, dass du halt wirklich einfach das Zeug dran machen kannst, ohne die Funktion zu beeinträchtigen und halt aber trotzdem nicht auf die Tarnung verzichten musst. Genau, und dann hätte man jetzt hier eins schon dran, um die Konturen ein bisschen zu brechen. Wenn da irgendwas nicht passt, dann kann man das ja noch zurecht zuppeln. Der Vorteil von den Gummibändern ist, dass die halt auch ein bisschen nachgeben. Dass, selbst wenn das mit den Kabelbindern festgezogen ist, kannst du das ja immer noch in eine andere Position ziehen, dass das wirklich dort sitzt, wo du es haben willst und nicht irgendwo im Weg, wo die Optik dann blockiert ist oder irgendwo dann hier das Fenster nicht aufgeht, um es überhaupt einstellen zu können. Das wäre halt super optimal. Genau, da habe ich verschiedene Längen mit. Ich habe jetzt hier einmal die 75 oder 70 cm Variante und einmal die kleinen O-Ringe, nenne ich sie, die ungefähr eine Länge von 18, 20 cm haben. Die kann man zum Beispiel, wenn man es jetzt fürs Magazin nehmen will oder sowas, hier dran machen. Oder wenn du jetzt hier vorne irgendwo noch eine Lücke an der Waffe hast, die einfach hier vorne drüber stülpen und dann in Position ziehen. Fertig. Genau, geht wie gesagt sehr schnell, das Gewehr dann abzutarnen, und lässt sich dann auch ohne irgendwelchen Kleberesten und irgendwelchen ekligen Zeug, was du auf deiner Waffe nicht haben willst, oder vielleicht auch ohne Farbe, wenn du deine Waffe nicht lackieren möchtest, befestigen und auf einfache Art und Weise einfach abtarnen. Na, ich sehe gerade, du hast hier auch noch was in anderer Farbe da, das ist dann quasi für den Herbst hier. Zum Beispiel, ja, beziehungsweise trockenen Winter in dem Fall. Also Vorteil bei dem Material ist auch wie bei Baumwolle, dass es eben, wenn es nass wird, dunkler wird und sich dann dementsprechend dem Laub auf dem Boden anpasst und eben genauso dunkler wird wie das Laub. Das ist Nanoscreen, was dort jetzt drauf ist. Das ist eben zur Simulation von trockenen Blättern oder abgestorbenen Blättern, besser gesagt. Genau, und da habe ich eben das Material, das bietet halt die Möglichkeit, für jegliche Jahreszeiten und Vegetationssituationen da Sachen anzufertigen. Aufgrund dessen, dass Haloscreen halt 5 Farben mit sich bringt, die da halt die Farbspektren, die in der Natur hier auftreten, sehr gut nachbilden kann. Ja, also kannst du ja quasi durch die Farben, die du hast, und durch das Material, was du hast, kannst du dich quasi auf jede Jahreszeit, auf jedes Einsatzgebiet, Spielfeld, kannst du dich quasi spezialisieren. Genau, dafür eignet sich das Material wunderbar, dass man sich da auch regelrecht überspezialisiert und dann wirklich noch für ganz spezielle Punkte auf dem Spielfeld auch nur sich anpasst. Aber da lässt sich auch sehr großräumig damit auch arbeiten. Also wir haben zum Beispiel hier, wir sind jetzt gerade hier in Gage, was ja hier unser Spielfeld quasi ist. Da haben wir zum Beispiel eine Birke und dort ist der Bernie perfekt drin getarnt. Also ich spiele ja glücklicherweise, es ist relativ selten zur Zeit, ich habe es immer gehasst, gegen den Bernie zu spielen. Das war immer richtig assi. Ich habe super gerne mit ihm zusammengespielt, auch wenn man natürlich einen ganzen Spieltag nie gesehen hat. Man hat halt bloß die Leute dann, man hat ja immer das Hit-Guru gehört von den Gegenspielern, die dann rausgehen mussten. Also ich musste nie viel schießen. Gefragt haben, wo es herkommt. Ja, ich musste nie viel schießen. Wenn man mit dem Bernie spielt, muss man selber nie viel schießen. Man hört auch seinen Schuss nicht, weil seine Waffen so leise sind. Aber ich habe halt super ungern gegen ihn gespielt, weil man stand dann eben da und hat ihn halt nicht gesehen. Und wenn er 10 Meter vor ihm stand, ja, scheiße, du hast ihn einfach nicht. Ja, du hast ihn nicht gesehen. Wir haben halt hier bei uns auf dem Spielfeld so eine Birke. Also dort ist es wirklich, als hättest du es für diese Birke gebaut. Das ist Zufall gewesen, würde ich behaupten. Aber das ist super krass. Also wenn du dort drin bist, einfach weg. Wie viele Spieler auch einfach doof gucken. Oder ich als Orga, ich gucke immer so, als wenn ich so rumlaufe, gucke ich immer so speziell in diese Birke, sitzt er dort wieder drin. Glücklicherweise schießt die ja natürlich nicht auf mich, weil ich ja Orga bin. Ja, manchmal schieße ich auch extra auf dich, auch wenn du Orga bist. Und ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich würde ja dann einfach des Spielfelds verweisen. Ich weiß aber nicht, wo es herkommt.
So, gehen wir zum Schluss nochmal auf deine Sniper hier ein, weil das Ding, ja, man sieht nicht viel, aber das, was man sieht, sieht sehr gut aus. Danke. Genau, das ist wie gesagt meine SAS A1, die ich halt aufgrund der Länge mir ausgesucht habe, weil die schön kurz ist wegen Bullpup-Design. Vorher hatte ich einen L96, das war einerseits schweineschwer und zweitens halt auch sehr lang mit Schalldämpfer. Da hatte ich ein HBR-Kit drin beim L96, das war zwar auch sehr leise damit, aber halt lang und schwer. Ja, und die SAS, die ist halt wirklich schön kompakt und vom Gewicht annehmbar. Genau, hier habe ich letzten Endes einiges gebastelt und modifiziert, äußerlich ist zu sehen. Innen drin habe ich eben einen anderen Tuninglauf eingebaut, noch die Fast Hop-Up Unit als Tuning Hop-Up Unit, ja, mit dem Standard SAS Gummi, weil der an sich die Arbeit leistet, die alle anderen Gummis auch tun und wirklich wie ein Laser geradeaus schießt bis 90 Meter, ist durchaus drin. Mit Overhop natürlich auch mehr, aber wer spielt schon effektiv mit Overhop auf über 90 Meter Distanz, da ist dann viel Glück auch im Spiel. Ansonsten hier ein Schalldämpfer, ja, mit den klassischen Schaumstoffringen, die da halt drin sind. Fahrtflap vorne drauf, wie sich das schimpft im Volksmund. Genau, also dass hier vorne das Loch noch mit Stoff eben abgeklebt ist, damit eben noch mehr vom Schall geschluckt wird, ja, was halt aufgepustet wird durch den Luftdruck, der die BB ummantelt. Hab hier den Standard Piston drin, den Mausfahrt Pistonhead mit Airbrake. Ich weiß nicht mehr, welche Variante das ist, aber es ist, glaube ich, eine der ersten Varianten von den Airbrake Piston Heads von denen gewesen. Die anderen, die sind jetzt mittlerweile schon aus Gummi komplett. Vorne die Köpfe und im Cup-Design. Ansonsten eine stärkere Feder noch und ja, das war's. So, und ich sehe auch gerade, du hast hier so einen kleinen Spuckschutz, falls hier irgendwie so einer aus Milwaukee kommt und dann... Fuck, dude. Genau. Habe ich gemacht, und zwar aus Panzertape, ganz einfach, ja, und das mit dem Feuerzeug ein bisschen die Kanten versiegelt. Einfach, weil bei der SLS ist das Problem, du hast das hier offen und wenn du damit dich in den Dreck legst, doch, dann hast du ja direkt Dreck am Zylinder außen und dann ganz schnell auch innen drin und dann im Lauf und Top-Up und das kannst du dir damit ganz einfach ersparen. Und da habe ich halt hier den Staubschutz da einfach drüber. Genau, und das lässt sich halt ganz einfach entfernen und wieder drauf machen. Fertig. Das ist eine geile Idee, geile Idee. So, und jetzt holen wir uns das Ganze nochmal an. Gespannt ist es schon, los geht's. Es ist so krass. Ist halt wirklich leise. Wenn du da 10 Meter weit weg stehst, da hörst du schon nichts mehr davon, außer das Pfeifen von der BB. Ich halte es mal hier irgendwo ran. Mhm. Ja. Krasser Scheiß, krasser Scheiß. Das ist, wenn ich mir meine ICS, gut, ist natürlich ein Elektro-Tacker, ist ein bisschen was anderes, aber die knallt richtig. So, da sind wir schon fertig mit dem Gear Talk und falls ihr Bernies Outfit geil findet, dann guckt gerne unten in die Beschreibung und checkt die Links aus, schreibt ihn gerne an. Jo, na dann entlasse ich dich wieder in den Wald. Danke und danke für mach's gut, die Möglichkeit hier. Moin Leute, heute mal das erste Video zu unserer Mini-Sniper-Reihe und zwar habe ich mir dazu den... Gut. Das Licht an, Herrgott, nochmal. Das muss da wohl mal möglich sein. Ja, ich muss gucken. Wir stehen hier. Wir sind hier die Wichtigen. Dich sieht man überhaupt nicht. Wir leisten hier die Arbeit. Das Schneiden und so, das ist, da sitzt du nur auf deinem Arsch in deinem schön klimatisierten... Haus. Es läuft schon übrigens, ne? Ich weiß. Das kann der sich ruhig daheben dann nochmal angucken. Kann der sich ruhig daheben dann nochmal angucken. Ich wohne Dachgeschoss. Kannst mich mal. Genauso, weil du im Dachgeschoss.